Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Final Fantasy 15 und es geht weiter und leider konnte ich den Fehler nicht beheben. Ich müsste dafür, glaube ich, komplett beenden und das will ich jetzt gerade nicht, weil sonst, ich kann ja hier nicht speichern. Der rennt auch mittendrin einfach von alleine. Ich weiß auch nicht, ob das was mit dem Ding hier allgemein zu tun hat. Wirklich? Schon wieder? Denen wird Hören und Sehen vergehen. Einmalig! Daneben! Ja! Das geht halt jetzt nicht mehr raus. Das war's. Ne, ich kann trotzdem nicht mit dem Steuerding, kann ich trotzdem nichts machen. Hoffentlich liegt jetzt dann irgendwo was in der Ecke, was ich da nicht sehe. Aha. Ja, genau das meine ich. Weiter so, Nord. Ich sehe halt überhaupt nichts, wo ich gegen wen ich kämpfe. Vorsicht! Was soll das werden? Mich ist es. So vor, als würden die immer stärker werden. Meinst du? Wenn nicht bald etwas geschieht, dann überrennen diese Siecher die ganze Welt. Die ganze Welt? Ach, die Siecher, Siecher. Mann, das wird ja echt immer schlimmer. Ja, super. Wenn ich jetzt hier einen Haufen Dinger übersehen habe, weil ich nicht richtig laufen konnte, dann freue ich mich jetzt schon. Wopfeld. Oh nein, das auch noch. Es ist gerade so, ist es eigentlich nicht wirklich spielbar. Hey, lass den Quatsch! Ach, heu nicht. War ein Ausrutscher. Ich weiß nicht, ob das vom Dungeon so absichtlich gemacht ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas ist hier gerade kacke gegangen. Wo ist denn hier der letzte Safe? Wow.
Nee, da fange ich definitiv nicht nochmal an. Das wäre jetzt eine 45 Minuten, die komplett im Arsch wären. Nee. Ja, und jetzt muss der andere drüben auch noch rumhauen wie ein Blödi im Haus. Awesome. Das gefällt mir nicht. Sparen kann ich auch nicht. So, zur Not kann ich hier noch umswitchen. Wow, so viel Platz. Viel Platz für ein Riesenmonster. Tja, wenn's groß ist, triffst du wenigstens mal. Du hast ihn gerade gedisst. Das ist nicht nett. Aber die haben schon ihre Gründe, warum sie hier Elementare hermachen. Oh, Jesus. Gut, ich habe Eis da. Ich habe hier nochmal. Sollte ich vielleicht Blitze da auch noch machen? Gut, let's do it. Los geht's. Ja. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh. Und das auch noch mit beschissener Kameraeinstellung kämpfen. Ich bin so gepiept, mal vier. Leicht. Wenn wir diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Oh, der hat Blitz. Wow, das war echt peinlich. Ja, doch. Erwischt. Überlass das mir. Ich komm nicht weg. Alles klar? Es ist echt gerade schwer, so zu kämpfen, wenn man nicht wirklich was sieht. Dann mach mal. Dann hast du keine Ahnung.
hätte ich gerne eine Tasse Kaffee. Warte, bis wir fertig sind. Ja, aber echt. Jetzt bleibt nur noch der. Wir haben ihn geschafft. Jesus. Ich glaub, hier und das war mit was. Beschissener Kameraeinstellung. Ah. Amen. Noch. Das muss gefeiert werden. Hab euch wohl unterschätzt. Ja. Ich habe unterschätzt, dass ich. Ich denke, wir sind hier fertig. Diese Kacke da durchziehen. Obwohl ich gerade. Ja? Du meintest, das Imperium macht sicher zu Waffen, oder? Die Magitech-Infanterie ist euch ein Begriff, oder? Klar. Die Blecheimer sind bei der Erforschung von Sichern entstanden. Von Sichern? Das Imperium spielt mit ganz dunklen Mächten. Pass bloß auf, Prinz. Ach, entschuldige, König. Hm. Zum Eingang zurückkehren. Ja, bitte. Mit der Kamera... Oh, die ist aber echt hübsch. Mit der Kameraperspektive renne ich da drin jetzt nicht noch ewig rum. Ach. Echt eine hübsche. Jetzt bin ich ja gespannt, ob sie uns gleich in den Rücken fallen. Kann man speichern? Ja. Oh, ich muss jetzt erstmal speichern, weil wenn jetzt die Kamera hier immer noch so rumspackt, dann werde ich nämlich neu laden. Deswegen, aber ich hatte jetzt keine Lust, 50 Minuten nachzuspielen. Ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal gut, also das, nö. Ja, 50 Minuten wären es gewesen, ne. Also, fast eine Stunde nachspielen. Nee. Erst durch den Boden geklitscht in dem letzten Part. Dann stecken geblieben. Beziehungsweise die Kamera total wirr. Jetzt kann ich die Kamera wieder drehen, ja. Frischluft. Na dann trennen sich hier unsere Wege. Schade. Ihr habt schon genug Feinde. Also seht in mir lieber eine Art Verbündete. Ich weiß nicht, auf wessen Seite du stehst. Aber deine Hilfe war für uns von unschätzbarem Wert. Wie aufrichtig von dir. Wirklich denn so verschlagen auf dich? Verzeih. Bitte pass auf dich auf. Danke. Werde ich tun. Meldet euch einfach, wenn ihr nochmal meine Dienste braucht. Ach, übrigens hat der Kanzler verlangt, dass ich euch hier höchstpersönlich rausbringe. Wenn ihr fertig seid, geht's mit meinem Luftschiff raus. Ein Glück, ist alles glatt gegangen. Noct. Ich habe eine Nachricht von Sydney. Was sagt sie? Sie sagt, wir sollen nach Lestalum gehen. Im Kraftwerk arbeitet eine Freundin von ihr, die das Methylerz für uns raffinieren kann. Erst dann können wir es für die Reparatur vom Boot verwenden? Sobald wir uns ausgeruht haben, sollten wir schnellstens nach Lestalum gehen. Bereiten wir uns gut vor. Ich glaube, hier kommen wir sobald nicht mehr her. Hey, du Pemmel! Soll ich schnell deine Angel auswerfen? Bin ich bescheuert oder so? Hat der gerade Ding-Dong gemacht? Muss ich immer überall angeln. Außerdem hat mich das da drin gerade schon genug Nerven gekostet. Wer will hier ein paar aufs Maul? Ich hoffe, du bist keine Mistbritschen. Weil eigentlich wärst du nämlich... Ihr wollt nach Lestalum? Kein Problem. Ein Katzensprung. Danke. So, seid ihr startklar? Ja. Wir können. Okay, schnallt euch an. Wow, seht nur. Ein gutes Luftschiff. Drei sind einer zu wenig. Trophäe erhalten. Yay. Ich habe nämlich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf diesen Sumpf. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen viel Nerven gekostet da drin, als ich die letzte Zeit
Also die letzten... Au, mein Knie. Dann damit komplett ohne, dass ich meine Kamera richtig bewegen kann, rumrennen musste und ich teilweise nicht mal gesehen habe, wo ich hinlaufe. Gentiana. Schon wieder. Die stalkt mich. Ja, das Bild könnte man aufheben von ihr. Super Bild. Nein. Nein. Wieso macht er das immer in schwarz-weiß? Gut, wenn er es in normalfarbig gemacht hätte, hätte man es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Weil es in der Höhle so duster war. Ich habe eh schon die Kapitel 8, Neue Ufer. Mit der Unterstützung des imperialen Kommandore Aranea gelingt es der Gruppe, Mithril zu beschaffen. Bevor das Mithril für die Reparatur verwendet werden kann, muss es allerdings erst raffiniert werden. Sydney bittet Noctis, das Mithril zu ihrer Freundin Holly in Lestalum zu bringen. Yay! Wir haben wieder ein gutes Stück geschafft, auf jeden Fall. Ich bin stolz auf uns. Und ich bin stolz auf mich selber, dass ich diesen Dungeon nicht beinahe einen Anfall juckt. Der Dungeon ist mega buggy. Und ich bin, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich das auch drin gelassen habe, dass ich da durch die Welt gefallen bin und dann eben diesen ganzen Kacki, weil dann denkt man nicht, dass ich einfach zu doof bin, die Steuerung zu bedienen oder so, weil das ist oft, manche kommen dann oft mit Kommentaren, ja, du musst ja nur den Steuerdingsi da drücken. Dann denke ich mir, ja, das ist schön für dich, aber das funktioniert halt einfach nicht. Was soll ich machen? Ah, Halleluja. Muss auch mal gucken, ob ich dann, wenn andere Projekte dazukommen, das vielleicht dann irgendwie macht, dass jeden Tag ein anderes Projekt kommt oder so. Je nachdem, weil wenn es sehr viele Spiele werden, sonst kommen am Tag 3, 4, 5 Parts. Das kann kein Mensch anschauen. Da muss ich mir dann auch mal noch einen Kopf drum machen, wie ich das am besten hindeichsel. Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Einige Stunden später. Mensch, Markt, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Doch, das ist nämlich hässlich. Schichtwechsel im Kraftwerk. Den Generator für den sicheren Beschützen. Was? Und ich kann wieder nicht speichern. 1, 2, Test. Kannst du mich hören? Nein. Tausend Dank, dass du dich um die Sicher kümmerst. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Aber für einen allein sind das einfach zu viele. Jäger? Also hilf ihm bitte, okay? Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Sicher machen sich am Generator zu schaffen. Es ist nicht Gladius, oder? Da drin könnte alles Gladius! Also hast du irgendwas gehört und bist da rein? Du Vollidiot. Okay, geht klar. Da muss ich dich nämlich verprügeln. Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Gibt's ja gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Das ist doch Gladius, oder? Von der Stimme her. Du verarschst mich.
Jäger, Fragezeichen. Das ist 100% ist das Gladius. Allein die Stimme. Da sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Du bist Gladius. So würde ich es nicht erkennen. Allein deine Stimme. Hättest du schon so den Blitz, deine Kindheit nicht erkannt? Interessante Art zu kämpfen, Kollege. Beinahe königlich. Ja. Nicht wahr? Du kämpfst auch ganz passabel. Hast du etwa trainiert? So leid. Du bist Gladius. An alle Jäger. Operation Abgeschnitt Rockstar. Der Generator ist hin. Gleich rechts bei euch. Keine Sorge. Ich regel das schon. Und was ist mit dir? Ich komm mit. Wird ein Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. Los geht's! Kannst mich mal gern haben. Schon. Mensch, Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt ab dafür. Er hat ihn Gladio genannt und er, ja, bla bla, bestätigt das einfach. Und jetzt steht immer noch Jäger da. Das ist auch ein bisschen fail, was sie da gemacht haben, würde ich mal sagen. Ich glaube nämlich nicht, dass das beabsichtigt ist, dass das kommen soll im Dialog. Aber hey. Jäger Fragezeichen, immer noch Gladius. Gladiolus. Deswegen hat er sich wahrscheinlich abgedingst, weil da irgendwas gewesen ist. Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio! Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt ja, kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Der hat einen Schnittraum, ich hatte davor nicht gehabt, oder? Ist das eine neue Narbe? Ja, macht was her, eine neue Narbe. Hebt mit Sicherheit unser Image. Und über die Brust auch. Was hast du denn gemacht? Wie lange waren wir denn getrennt? Gladi, was für ein Zufall. Iris, danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, ja, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Ole, ole. Huh. Gladius. Oh. Geld ist nicht nötig. Sidney kann mir bei Gelegenheit mal einen ausgeben. Okay, schön für dich. Doch, der hat da jetzt auf der quer über die Brust auch einen Schnitt und oben auf der Stirn. Wie lang waren wir denn weg? Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Oh, Euer Hoheit.
Also da frage ich mich jetzt schon, wie lange die getrennt waren. Halleluja. Zu neuen Ufern, Stufe 29. Naja, da sind wir immer noch gut im Rahmen. Ich laufe jetzt mal zum Markt, schon noch ein bisschen was verkaufen und dann würde ich sagen, fahren wir beim nächsten Part gleich mal dahin nach KM. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wieder mega freuen und wenn du noch kein Abonnent von diesem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.